Willkommen! Bienvenue! Welcome! Wir befinden uns im Jahr 1926. Kapitel 1. H.K. Die Theaterkantine des Hamburger Künstlertheaters, genannt nach ihren Initialen H.K. Hamburger Künstlertheater! Das Ensemble des Hamburger Künstlertheaters sitzt im HK, während auf der Bühne das Gastspiel der berühmten Dora Martin sich langsam dem Schlussapplaus nähert. Ich sterbe! Der Laden läuft nicht mehr so wie früher. Anstatt Strindberg und Wedekind will man jetzt Pillepalle und Operetten. So, der Intendant, Kroge. Höfgen, ein Mitglied des Ensembles, hatte sich aus Ehrfurcht und Eifersucht vor der großen Starschauspielerin Dora Martin in seiner Garderobe verbarrikadiert. Guten Abend. Während der Rest des Ensembles über fehlende Gagengerechtigkeit. Das ist doch keine Gagengerechtigkeit! Übertriebenen Starkult debattiert. Das ist doch übertriebener Starkult! In diesem Augenblick wurden gedämpfte Rufe laut. Und alles drehte sich der Türe zu, die sich geöffnet hatte. Dora Martin stand auf der Schwelle. Sie lachte. Und winkte allen Mitgliedern des Hamburger Künstlertheaters zu. Oh, entzückend! Kinder, ich bin eingeladen. Ein ganz langweiliges Bankett. Furchtbar schade, aber ich muss hingehen. Auftritt Hendrik Höfgen. Entschuldigen Sie, das ist ja fantastisch. Ich bin viel zu spät, eine fantastische Sache. Aber ich wollte Sie doch nicht gehen lassen, ohne Ihnen gesagt zu haben, wie sehr ich diesen Abend genossen habe, wie wunderschön er gewesen ist. Schwindler! Sie sind ja gar nicht im Theater gewesen. Sie haben sich ja versteckt. Aber es macht nichts. Sie sollen ja so begabt sein. Lauter! Sie sollen ja so begabt sein! Ich begabt? Ach, das ist doch ein ganz unbewiesenes Gerücht. Und dabei zeigte er jenes Lächeln, das er auf den Proben den Damen vorzumachen pflegte, wenn sie verfängliche Szenen zu spielen hatten. Es entblößte die Zähne und war ziemlich gemein. Er bezeichnete es als das asige Lächeln. Asiger. Noch asiger. Asiger! Sie werden es schon noch beweisen. Ihr Talent. Ich bin viel zu spät. Es wurde ein reizender Abend. Ich war blendend in Form. Wenn die Bürger schlafen gehen in der Zipfelmütze und zu ihrem König flehen, dass er sie beschütze, ziehen wir festlich angetan hin zu den Tavernen. Schlenderjahr, Schlenderjahr unter den Laternen. Die Nacht ist nicht allein zum Schlafen da, die Nacht ist alles, was geschieht. Ein Schiff ist nicht nur für den Hafen da, es muss hinaus, hinaus auf hohe See. Berauscht euch, Freunde, trinkt und liebt und lacht und liebt den schönsten Augenblick. Die Nacht, die man in einem Rausch verbracht und in Seligkeit und Glück. Im Glase kam der Sekt unter roten Ampeln. Und die Mädchen süß erschreckt auf dem Schoß und schnappeln. Küsst mir die Brüderie von den roten Mündern. Amnestie, Amnestie, allen braven Sünder. Die Nacht ist nicht allein zum Schlafen da. Die Nacht ist alles, was geschieht. Ein Schiff ist nicht nur für den Hafen da. Es muss hinaus, hinaus auf hohe See. Durch die dunstigen Scheiben. Männer, Frauen, ohne Braut beieinander bleiben. Schwielen, flüstert, aus Gesprächen Bomben. Bomben! Bomben!
Höfgen! Who the fuck is Höfgen? Ein Multitalent ist Hendrik Höfgen. Ohne diesen Schauspieler und Regisseur hätte das Hamburger Künstlertheater gar nicht mehr rauskommen können. Er leistete Enormes. Er konnte elegant sein, aber auch tragisch. Er hat das asige Lächeln, aber auch den Leidenszug an den Schläfen. Er bezauberte mit übermütigem Esprit. Er imponierte mit herrlich gerecktem Kinn, abgehacktem Kommandoton, hack, stolz nervösen Gebärden. Er rührte durch Demut, hilflos irrenden Blick, weltfremde, zarte Verstörtheit. Er konnte gütig sein oder gemein, profan, oder zärtlich, schneidig oder gebrochen. Ganz wie es das Repertoire verlangte. Er spielte alles. Frühlingserwachen. Bist du's wirklich, Wendler? Leos und Lena! Ach, halt's faul mit deinem Lied! Ich will das Kabale und Liebe, der Sekretarius Mo! Ich habe wirklich großes Mitleid mit Ihnen! Und den Major Ferdinand! Luise! Den überschwänglichen Liebhaber! Luise! Und den ruchlosen Entsinker! An den Henker Ihres Vaters! Vormittags hatte er Proben zum Handeln. Oh. Ah, schmelze doch die Salze, feste Fleisch! Nachmittags zu einer Posse. Mietze macht alles. Ich mache alles. Der Intendant raste über den Hamlet und wollte noch auf der Generalprobe die Vorstellung untersagen. So eine Scheiße habe ich noch niemals geduldet auf meiner Bühne. Hamlet erledigt ich mal nicht nebenbei. Höfgen erledigte. Höfgen arbeitete 16 Stunden am Tag und hatte jede Woche mindestens einen Nervenzusammenbruch. Einmal fiel Höfgen zur Erde und zuckte stumm. Beim anderen Mal blieb er zwar stehen, schrie aber grauenhaft. Und das 5 Minuten lang ohne Unterbrechung. Dann wiederum behauptete er auf den Proben zum Entsetzen aller, er bekomme plötzlich seine Kiefer nicht mehr auseinander. Ich bekomme meinen Kiefer nicht mehr auseinander. Es sei scheußlich. Was? Es sei scheußlich. Scheußlich. Er könne nur noch murmeln. Ich kann nur noch murmeln. Und das tat er dann auch. Murmel, murmel. Eine Viertelstunde später, auf der Bühne, gehorchte ihm sein Mundwerk wie ihm je. Er nutzte es mit Geschicklichkeit. Er strahlte und hatte Erfolg. Was für ein geiler Mann. Der Frühling kommt, der Sperling fliegt, Duft aus Blütenkelchen. Bin in einen Mann. Nicht in welchen. Ob er Geld hat, ist mir glatt, denn mich macht die Liebe leid. Kinder, heut Abend, da such ich mir was aus, einen Mann, einen richtigen Mann. Kinder, die Jungs hängen mir schon zum Hals raus, einen Mann, einen richtigen Mann. Einen Mann, für das Herz noch in Liebe. Einen Mann, der das Feuer aus den Augen sprüht. Einen Mann, der noch küssen will und kann. Einen Mann, einen richtigen Mann. Männer gibt es dünn und dick, groß und klein und kräftig. Andere wieder schön und schick, schüchtern.
schön du heute wieder bist. Ach, lass den Quatsch. Ich bin nicht schöner als sonst. Wie spät ist es? Ungefähr 4 Uhr, denke ich. Ungefähr 4 Uhr. Sehr drollig. Sehr ausgezeichnet. Es ist genau 4:15 Uhr. Willst du dich ein bisschen näher an mich ran? Halt. Ja. Nur näher, mein Schöner. Noch näher. Ganz nah. Nur keine Angst. Du bist schon wieder eine Viertelstunde zu spät. Wie oft soll ich dich noch warnen, mein Süßer? Gib mir deinen Pfund. Aua! Gut. Den Anfang hast du genug. Los, komm. Wir wollen arbeiten. Zieh dich aus. Doch, du bist ja letzte Woche noch ein bisschen dicker geworden, mein Süßer. Entschuldige. Steht hier. Tony, Baby, schwing deinen Stick. Okay. Wann hast du vorhin anzufangen, Heinz? Sieh dich schneller an. Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sage. Mein Boris, du langweilst die Leute. Schneller, Darling. Ja. 1, 2, 3, 4. Was soll das sein? Der Tanz oder bewegst du irgendwas? Nun, beweg dich doch mal ein bisschen. Du machst dich lächerlich. Schneller. Schneller. Oh, du wirst Schauspieler sein und wirst nur Geld zeigen. Sieht aus wie ein fettes Pätzchen. Oh Gott, das ist auch noch eitel. Gefällst du dir etwa? Ich will jetzt gesehen. Ich kann es nicht mehr ansehen, danke bitte. Also das war richtig gar nicht mal so gut. Hast du hier wenigstens Spaß gemacht? Ich bin völlig fertig. Das ist gut. Mein Fettmops. Wie hässlich meine gemeinen Hände im Vergleich zu deinem schönen, schlanken Körper aussehen. An dir ist doch alles hässlich, mein Schweinchen. Kopf, Hände, Füße, Schwanz, alles. Ich weiß es. Ich bin deiner nicht wert. Oh doch. Das bist du. Oh, ich liebe dich. Ah. Ich bin dein schmutziges, kleines Geheimnis. Ich darf deine Freunde nicht treffen. Ich darf dich nicht spielen sehen. Aber ich spiele doch nur für dich und durch dich. Vielleicht ist das die einzige Art und Weise, wie du lieben kannst. Was meinst du? Ich glaube, ich werde demnächst mal in dein Theater gehen. Ich werde mich in die erste Reihe setzen und laut lachen, wenn du auf die Bühne kommst. Meine haariger Affe. Oh nein, das wirst du nicht tun. Und dann werde ich dich vor deinen Fans am Bühneneingang auf den Mund küssen. Das wagst du nicht. Oder vielleicht auch woanders hin. Ich warne dich. Das gibt eine Presse, wie du sie noch nie gehabt hast.
Ich liebe deinen Humor. Denk mal drüber nach. Hals, du weißt doch, du sollst mich nicht so nennen. Oh, was hast du denn gegen Hals? Das war mein Name. Jetzt heiße ich Hendrik. Hendrik Höfke. Eines Tages werden alle Zeitungen wissen, wie man meinen Namen buchstabiert. Und dann werde ich wissen... Was? Was wirst du dann wissen? Dass ich es geschafft habe. Du bist doch wirklich der drolligste kleine Dreckhaufen, dem mir jemals begegnet ist. Aber du liebst mich doch, oder? Keine Worte mehr. Die Perspektive des Hamburger Künstlertheaters, das bin ich, Hendrik Höfke. Nicht Heinz, nicht Hendrik, Hendrik. Hendrik! Hendrik Höfke. Besser wir beide, also der Otto. Otto! Otto! Also der Otto und ich, wir haben ein Konzept für ein Theater, das alle Menschen angeht. Also die Arbeiter, die Hafenarbeiter zum Beispiel. Du geht's wieder? Was? Den Kiefer. Einwandfrei? Ich bin blendend in Form. Sehr gut. Hendrik? Hendrik? Also, Hendrik? Ja? Wir müssen jetzt aktiv werden. Wir müssen jetzt unser politisches Theater machen. Wir müssen 4 Monate. Hendrik, die Genossen haben mich nach dem Stück gefragt. Man interessiert sich sehr ernsthaft für unsere Sache. Ja, wir machen das schon. Wir müssen erst noch unsere Premiere hinter uns bringen. Weißt du, die Stücke, die wir hier spielen, sind nur bürgerliches Geseil. Ja, aber wir werden doch bis zum nächsten Herbst warten müssen. Bis zum nächsten Herbst. Ja. Na gut, ich habe es Droge schon gesagt. Dann werde ich das Theater wohl verlassen müssen. Was? Ja, so schwer es mir auch fällt, aber ich kann auf meine politische Gesinnung nicht verzichten. Oh, Otto, jetzt hab dich doch nicht so. Du siehst doch, was hier los ist. Ja, ich sehe, was hier los ist. Guck du dir doch mal an, was hier los ist. Mütter, die von einem Hungerlohn 3 Kinder aufziehen müssen. Kranke Straßenkinder. Massenarbeitslosigkeit. Verstümmelte Arbeiter, die vergessen werden. Kriegsinvalide ohne Glauben an eine Zukunft. Ohne Essen, ohne Geld, ohne Perspektive. Und wir verschließen die Augen dabei und spielen Gassenhauer nach Gassenhauer. Das kann einfach nicht wahr sein. Ja, aber Otto, bevor wir uns politisch äußern, da müssen wir erstmal gut sein. Darauf kommt es an. Wir müssen die politische Verantwortung des Theaters unter Beweis stellen. Und das ist ziemlich schwierig. Hendrik, es kommt nicht darauf an, wie wir es spielen. Es kommt darauf an, was wir spielen. Wenn du es inszenierst, dann wird es ein Riesenerfolg. Pass auf, Otto. Wir werden das Theater revolutionieren, ja? Hier kommt eine Laterne hin, so hell, dass es den Leuten die Augen ausschält, ja? Und überall im Zuschauerraum, da werden wir weitere Laternen platzieren. Hier, Laterne, 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 Laterne. Alles voller Laternen. Die Leute sollen denken, dass sie in ihrer eigenen Straße sind. In ihrer verdreckten Straße. Und hier an den Wänden, da werden wir überall politische Plakate aufhängen. Bunt durcheinander, verstehst du mich? Alles hier im Raum soll das ausdrücken, von dem wir sprechen wollen. Es muss endlich mal Schluss gemacht werden mit diesem passiven Dasitzen und der Isoliertheit der Schauspieler. Der Zuschauer, der muss mal endlich aktiv am Geschehen teilhaben. Die Zeit des Guckkastens, die ist vorbei. Dafür habe ich genau den richtigen Song! Der Führer selbst, wie ist die Macht erreicht? So wie Heil, reit in der Führers Fest. Not to love, der Führer is the greatest place. So wie Heil, reit in der Führers Fest. Denn Herr Goebbels es, die Maus war und speist. So wie Heil, reit in Herr Goebbels Fest. Denn Herr Göring es, bring er noch Bombes Place. So wie Heil. In Herr Görings Fest sind wir keine Superman, Arisch, Arisch, Superman. Ja, wir sind die Superman, Arisch, Super, Superman. Wie bringt der World New Order? Heil in das World New Order. Every one of foreign race will love der Führers Fest. So wie bringt to der World this order? Wenn der Führer says, wie ist die Macht der Rest? So wie Heil, Heil, Heil in
der Führer's Face. Und to love, der Führer ist ein greatest grace. So wie halt, halt, reich in der Führer's Face. Heil, heil! Knorke sollte Hendrik Höfgen die Hauptrolle spielen. Aus Berlin würden die Kritiker herbeigereist kommen. Ich muss gut werden in Knorke. Held der Komödie, Knorke. Ein Emporkömmling, selbstbewusst, intelligent, skrupellos, Höfgen, Heinz Höfgen. Hey. Sorry, Hendrik Höfgen musste Sensation machen in diesem Stück. Seine Partnerin ist Knorkes Lebensgefährtin, die nicht weniger skrupellos ist als er selber und schwächer, nur dadurch, dass sie liebt, dass sie Knorke liebt. Diese Partnerin in der genialen Komödie wurde gespielt von einem jungen Mädchen, das von Theophil Mader in energisch oder beinahe zornig abgefassten Briefen dringend empfohlen worden war. Nicoletta von Nieburg kam angereist mit vielen Handkoffern aus rotem Lackleder, einem breitrandigen schwarzen Herrenhut, zum brennend roten Gummimantel, einer großen gebogenen Nase und leuchtenden Katzenaugen unter einer hohen, schönen Stirn. Alle bemerkten sogleich, dass sie eine Persönlichkeit war. Einfach nur blendend! Von schön kann überhaupt nicht die Rede sein, bei der Nase. Aber ihre Augen sind herrlich und wie sie sich hält. Majestätisch möchte man beinahe sprechen. Hendrik konnte sich nicht verhehlen, dass die Frau ihm Eindruck machte. Ohne Frage, sie war die erste, seitdem er Juliette kannte, für die er einen interessierten, beteiligten Blick hatte. Okay, wow. Mein Papa war ein Hochstapler. Mama ist eine kleine Tänzerin an der Pariser Oper gewesen. Sehr dumm, wie ich höre. Aber sie soll die himmlischsten Weine gehabt haben. Papa war ein Genie. Immer verstand er es, auf größtem Fuße zu leben. Er ist in China gestorben, wo er 17 Teehäuser und enorme Schulden hinterließ. Das einzige Andenken, das ich an ihn besitze, ist seine Opiumpfeife. Gelernt habe ich ja gar nicht viel. Aber ich kann auf den Händen gehen, auf einer rollenden Kugel laufen und wie eine Eule schreien. Na, das wollen wir aber mal. Das wollen wir jetzt aber mal sehen. Hören. Und das soll jetzt eine Eule gewesen sein. Ein Kreuzchen. Naja. Zu der Premiere von Knorke wurde nicht nur Theophil Mader erwartet, sondern auch das Mädchen Barbara. Ich bin neugierig, ob du sie mögen wirst. Vielleicht liegt sie dir nicht besonders, aber bitte sei nett zu ihr, mir zu gefallen. Sie ist etwas scheu. Am Tag der großen Premiere traf Barbara Bruckner ein. Hendrik machte ihre Bekanntschaft, als er unmittelbar vor der Vorstellung einen Cognac in der Kantine trank. Dieses ist meine liebste Freundin, Barbara Bruckner. Ich muss auf die Bühne. Die Uraufführung der Komödie Knorke verlief glänzend. In Höfgens Garderobe. Nicoletta geleitete ihn. Nicoletta war respektvoll schweigend an der Tür stehen geblieben. Sie sind ja eine tolle Type, Herr Mader. Sind Sie zufrieden? Naja,
Herr, wie war noch gleich Ihr Name? Hendrik Höfgen. Hendrik? Das ist ein ulkiger Name, muss ich schon sagen. Sehr ulkig. Hendrik. Warum Hendrik? Natürlich heißen Sie eigentlich Heinz. Heißt eigentlich Heinz, nennt sich aber Hendrik. Das ist mal gut. Und dann lachte er gellend, herzlich und ausführlich. Komm, Kind. Tolle Type. Theophil hat mal wieder das rechte Wort gefunden. Du bist wirklich ein toller Typ. Komm, Barbara. Ja, und dann habe ich den Heinz und die beiden jungen Damen in ein sehr teures, eher bürgerlich solides als mondänes Lokal eingeladen. Die einzige Bude in Hamburg, wo Genießbares auf den Tisch kommt. Gepflegter Weinkeller, komm, Kinder. Ich gehöre ja eigentlich nicht in dieses Lokal für kapitalistische Ausbeuter, aber... Danach Langusten. Man möge mit Langusten beginnen. Oder ist mein Silvester Heinz? Barbara saß still dabei. Hendrik debütiert Nicolettas betont provokanten Flirt mit Marle. Vielleicht auch noch eifersüchtig. Wandte seine Aufmerksamkeit endlich Barbara zu. Und da bemerkte er, dass ihr Blick forschend auf ihn gerichtet war. Hendrik Höfgen erschrak. Tief in seinem Herzen erschrak er darüber, dass er Barbara Bruckner begnadet fand. Mit einem Reiz, den er noch nie zuvor an einer Frau je wahrgenommen hatte. Keine Frau. Chin Chin. Chin Chin. Mir sind schon viele Frauen begegnet, aber noch keine wie diese. Ich hatte Hendrik forschend betrachtet, während er sich noch mit Wanda und Nicoletta beschäftigte. Da er mich nun seinerseits anstarrte, nicht mit verführerisch schielend, nicht rätselhaft schillernd, sondern mit der echten Ergriffenheit, die hilflos macht, wandte ich den Blick zur Seite und senkte den Kopf. An Jünglinge und Madonnen von Leonardo muss ich bei ihrem Anblick denken. Nach dem ideal geformten Knaben haben diese schöne Magerkeit der Glieder. Madonnen aber haben solch ein Gesicht. Schauen Sie mich so an. Darf ich nicht? Wenn es Ihnen Vergnügen macht. Wie lange bleiben Sie in Hamburg? Solange Nicolette mitspielt. Es hängt also vom Erfolg des Knorke ab. Jetzt freut es mich erst, dass das Publikum heute Abend so lange geklatscht hat. Ich glaube, auch die Presse wird gut sein. Was machen Sie eigentlich so beruflich? Ich mache so alles Mögliche. Eigentlich zeichne ich. Mit Theaterdekoration habe ich mich viel beschäftigt.
denkbar schlechteste, verkommenste und hoffnungsloseste aller Epochen. Nirgends Zucht, nirgends Disziplin. Haben Sie gedient? Nein, natürlich nicht. Gott sei Dank nicht. Da sieht man's wieder. Keine Disziplin, keine Persönlichkeit. Alles Talmi, alles Ersatz. Plebejertum, wohin ich auch schaue. Das alles wird grässlich enden. Das Schrecklichste wird geschehen. Denk an mich, Kinder, wenn es da ist. Ich habe es vorausgesagt. Vorausgewusst. Diese Zeit ist in Verwesung. Sie stinkt. Denk an mich, Kinder. Ich habe es gerochen. Mich täuscht man nicht. Ich spüre die Katastrophe, die sich ja vorbereitet. Sie wird beispiellos sein. Sie wird alle verschlingen. Keinem wird es schade sein. Außer um mich. Alles, was steht, wird zerbersten. Es ist morsch. Die Jammergestalten von heute, die sich Schauspieler nennen, bringen es fertig, selbst in meinen Stücken schwunglos langweilig zu sein. Sie, Höfgen, Sie haben immerhin eine Ahnung davon, was Theater ist. Unter den Blinden fallen Sie mir als der Einäugige auf. Prost. Mit unserer Barbara scheint sie sich ja nicht übel zu unterhalten. Prachtvolles Mädel, disziplinierte Person, sehr seltene Sache. Dieser sogenannte Hendrik. Dolle Typ, kolossal ulkiges Phänomen. Macht mir Spaß, muss ich mir notieren. Dolle Typen, Nicoletta, fahr mich nach Hause. Haben Sie schon mal im Dunkeln geküsst, ja? Wissen Sie denn auch, wie schön sowas ist? Nein. Wenn man wirklich einmal alles vergisst, oh, das ist ein Blick ins Himmelreich. Waren Sie schon einmal richtig verliebt, ja? Wie ist sowas sonst im Kino nun gibt, nein? Oder sind Sie etwa ganz so geübt? Wie? Dann verrat ich's Ihnen gleich. Das tut bestimmt nicht weh. Haben Sie schon mal im Dunkeln geküsst, ja? Wenn Sie wüssten, wie bezaubert Sie sind, so dass man Sie eben niemals vergisst, ja, dann sagt man sich, ich liebe dich. Oh Gott!
Ich muss es Juliette erzählen, die wird durchdrehen. Hendrik, Barbara und ich, wir trafen uns jeden Tag. Manchmal geschah es auch, dass Hendrik und Barbara ohne mich zusammen waren. Was an mir lag, tat ich, um diese Beziehung zu fördern. Ich sagte eines Abends zu Hendrik: Es freut mich, dass du vorwärts kommst mit Barbara. Ihr werdet euch heiraten. Das Mädchen weiß sowieso nicht, wohin mit sich. Glaubst du denn wirklich, dass Barbara daran denkt? Aber natürlich denkt sie daran. Merkst du nicht, wie sie ganz verändert ist? Lass mich nur nicht davon täuschen, mein Schatz, dass sie mir mitleidig zu begegnen scheint. Ich kenne sie doch. Sie gehört zu den Frauen, in deren Liebe sich immer Mitleid mischt. Heirate sie. Es ist für euch beide ganz entschieden das Praktischste. Übrigens wird es auch für deine Karriere günstig sein. Der alte Bruckner hat Einfluss. Auch am Theater. Erwog Barbara die Möglichkeit einer Verbindung mit Hendrik Höfgen? Er musste sich beeilen, wenn er es herausfinden wollte. Die Saison war fast vorbei. Die letzten Knorke-Vorstellungen kamen heran. Ohne dich muss ich ganz zugrunde gehen. Es ist so viel Schlechtes in mir. Allein bringe ich die Kraft nicht auf, es zu besiegen. Du aber wirst das Bessere in mir stark machen. Du sagst nichts. Du magst mich nicht. Ich bin erledigt. Du magst mich nicht. Es wird nichts aus mir. Ich bin fertig. Er konnte nicht weiter sprechen. Was er noch hätte sagen wollen, verging in Lall. Wenn du es so gerne willst, Hendrik, wir können es ja versuchen. Hendrik stieß einen leisen, heiseren Schrei aus, der so klang wie gedämpftes Triumphgeheul. Dieses war die Verlobung. Kapitel 4. Barbara. Musik.
Datum Mitte Juli festgelegt. Das schöne Hotel an der französischen Riviera hat eine Nicoletta empfohlen, die sie auf ihrer kleinen Hochzeitsreise begleitete. Eines Tages stellte sich heraus, dass in eben diesem Badeort Theophil Mara ein Sommerhaus besaß. Surprise! Theophil Mara erwartete uns am Strand. Na? So unter uns Männern, na? Wie sind Sie zufrieden mit Ihrem kleinen Experiment? Mit welchem Experiment? Na, was wohl? Ihre Heirat, meine ich natürlich. Sie sind eine tolle Type, sich auf sowas einzulassen. Ja, mit der Geheimratstochter wird man nicht leicht fertig. Ich habe es ja versucht. An der werde ich viel Spaß haben, ist eine lahme Ente. Glauben Sie mir, dem kompetentesten Fachmann des Jahrhunderts eine lahme Ente ist die. Aber nichts für ungut. Vielleicht schaffen Sie es. Man kann nie wissen. Sind ja eine tolle Type. Tolle Type. Besitze ja kein Foto von Papa. Kein Foto. Nur die Opiumpfeife. Aber er muss mit Theophil viel gemeinsam gehabt haben. Ich spüre es. Daher bin ich ihm so tief verwandt. Sicher war dein Vater viel, viel netter als Marga. Marga ist ja überhaupt nicht nett. Ach, Barbara. Besonders während der kurzen Stunden, da Nicoletta noch in meiner Nähe war. Übrigens war Nicolettas unvernünftig eigensinniger Flirt mit Theophil nicht der einzige Umstand, der mich versonnen stimmte. Wenn ich nachts allein in meinem Bett lag, und ich lag allein, lauschte ich in mein Inneres, um zu erfahren, ob Hendriks wunderliches und ein wenig blamables Verhalten, das man wohl auch ein totales Versagen nennen konnte, mich erleichterte oder enttäuschte. Ja, es erleichterte mich. Und es enttäuschte mich doch auch. Die kläglichen und erfolglosen Umarmungen wurden zur Qual. Was ist nur los? Im schönen Portugal sah ich zum ersten Mal im Rahmen des Camio. Ein junger Kerl, gesund, mit Augen schwarz und rund, entzücktes Herz, schweig, still, oh, aber was dann noch geschah, was ich alles sah, das will ich hier verschweigen. Denn als die Sonne sank, da macht mich liebeskrank, so ein brauner Boy, ganz eine Scheu, ich liebe dich, ermüde mich. Lass uns Freunde sein, hör nicht drauf, was fremde Leute sagen. Lass sie reden, ich bleib still, kann ja küssen, wen ich will. Komm, wir werden uns schon vertragen. Ui, lass uns Freunde sein, lass dein Herz an meinem Herzen schlagen. Lacht die Welt im Sonnenschein, denn der Freund hilft alles Leid ertragen. Freunde sein, lass dein Herz an meinem Herzen schlagen. Wenn du mein bist und ich dein, lach die Welt im Sonnenschein, denn der Freund hilft alles Leid ertragen.
manchmal so scheußliche kleine Erinnerungen wie ich. Weißt du, Erinnerungen von der Art, dass einem manchmal ganz heiß und kalt wird, wenn man an sie denkt. Und man muss oft an sie denken. Ich muss 11 oder 12 Jahre alt gewesen sein, als ich im Knabenchor unseres Gymnasiums mitsingen durfte. Mir machte das eine ungeheure Freude. Und ich bildete mir wohl auch ein, hübscher zu singen als alle anderen. Nun kommt die kleine, scheußliche Erinnerung. Pass auf, sie wird gar nicht arg klingen, wenn ich sie jetzt berichte. Unser Chor sollte anlässlich irgendeiner Hochzeit bei der kirchlichen Feier mitwirken. Das war eine große Sache und wir waren alle ziemlich aufgeregt. Mich aber ritt der Teufel. Ich wollte mich ganz besonders hervortun. Als unser Chor mit seinem frommen Lied einsetzte, hatte ich den abscheulichen Einfall, eine Oktave höher zu singen als alle anderen. Ich bildete mir so viel zugute auf meinen Sopran und dachte wohl auch, es würde einen reizenden Effekt geben, wenn mein schriller Ton durch das Gewölbe hallte. Ich stand stolz gebläht da und sang gellend. Da sah mich der Musiklehrer, der den Chor dirigierte, mit einem Blick an, der vielmehr angewidert als strafend war. Und er sagte zu mir: Sei doch still! Verstehst du mich, Barbara? Verstehst du denn, wie infernalisch das ist? So ganz trocken, ganz leise, sagt er zu mir: Sei doch still! Und ich war mir doch gerade noch vorgekommen wie ein jubilierender Erzengel. Solche Erinnerungen sind wie kleine Höllen, in die wir zuweilen steigen müssen. Und du? Du hast keine Erinnerungen dieser Art, Barbara? Nein. Solche Erinnerungen habe ich nicht. Ja, das ist es eben. Das ist es eben. Du hast dich in deinem Leben nie richtig schämen müssen. Mir ist das oft widerfahren. Damals war es nur ein erstes Mal. Ich muss mich so oft schämen! Mich so in die Hölle hinunter schämen! Kapitel 36. Verstehst du mich denn, Barbara? Kannst du mich denn verstehen? Ubi, lass uns Freunde sein. Lass dein Herz an meinem Herzen schlagen. Wenn du mein bist und ich dein, lacht die Welt im Sonnenschein. Denn der Freund hilft alles Leid ertragen. Ende August reisen Barbara, Nicoletta und Höfgen zurück nach Hamburg. In der Villa von Frau Konsul Mönckenberg hat Hendrik mittlerweile das gesamte Parterre gemietet. Bestehend aus 3 Räumen, einer kleinen Küche und einem Badezimmer. Nicoletta zog es vor, im Hotel zu wohnen. Doch schon! In der 2. Woche nach seiner Rückkehr hat Hendrik Juliette wieder getroffen. Juliette hatte ihm aufgelauert, als er abends ins Theater ging. Mit welchem Schauer der Wollust und des Entsetzens war er zusammengefahren, als er aus dem Dunkel eines Torbogens die vertraute Stimme hörte.
Heinz. Juliette, was erlaubst du dir? Du lauerst mir auf? Lass nur, Dale. Wenn du mich artig willst, gehe ich ins Theater und mache Krach. Du willst mich also erpressen? Gewiss doch. Er drängte Juliette in den Hauseingang, denn er zitterte davor, jemand könnte vorbeikommen und ihn in schlimmer Gesellschaft bemerken. Ich will dich wieder besuchen. Ah, du weißt doch, ich bin verheiratet. Ach, red doch kein Blech, du dummes Schaf. Die Frau Gemahlin, die kann dir nun einmal nicht das geben, was du brauchst. Ich habe sie mir doch angesehen, deine Barbara. Woher wusste Juliette ihren Namen? Eine lahme Ente. Und jetzt, mein haariger Affe, mach dich locker. Oh, ich liebe dich, Juliette. Das ist gar nicht wahr. So hübsch von Weber. Lügen? Ich? Oh Gott! Ich muss ins Theater. Wir sehen uns morgen um 4. Du Luder, du. Und so gingen sie weiter. Die extraordinären Tanzstunden in Frau Konsul Mönckebergs bürgerlicher Stube. Wenn auch etwas schwieriger als sonst, weil... Barbara! Wo ist Frau Türkan-Gerber zur Zeit angehört? Moment. Als komische Alte in Heidelberg. Wer ist die übertragene Salondame in Hallacher Saale? Die von Evelyn. Wer ist der jugendliche Bonbibon in Dresden? Ralf Oeltermann. Und wer ist die erste Sentimentale am Stadttheater in Jena? Eine dumme Kuh, sie heißt Lotte Lindenthal. Warum ist gerade Lotte Lindenthal eine dumme Kuh? Ich weiß nicht, warum sie eine ist, aber sie ist eine. Ich aber, Herr Höfgen, kann Ihnen sagen, warum Sie gerade diese Dame beleidigen wollen. Weil Sie genau wissen, dass sie die Freundin einer unserer nationalsozialistischen Führer ist, nämlich unseres heroischen Kampfliegers. Es interessiert mich nur mäßig, Namen und Titel von Fräulein Lindenthals Affären zu erfahren. Es würde übrigens eine lange Liste werden. Ich dulde es nicht, dass mir eine Dame öffentlich beleidigt, nur weil sie der nationalsozialistischen deutschen Arbeiterpartei angehört und die Freundin eines deutschen Helden ist. Sie dulden es nicht. Nein. Miklas, du hast zu viel getrunken. Ich habe nicht getrunken, im Gegenteil. Aber vielleicht bin ich der Einzige, der hier im Raum noch einen Rest von Ehrgefühl im Leibe hat. Niemand hier in diesem entsetzlich verjudeten Milieu scheint etwas dabei zu empfinden, wenn man eine Dame beschimpft. Genug! Das glaube ich Ihnen wohl, dass Sie jetzt nicht besoffen sind. Sie werden also nicht mit mildernden Umständen rechnen können. Unter dem verjudeten Milieu, in dem Sie sich jetzt noch befinden, werden Sie nicht mehr lange zu leiden haben. Verlassen Sie sich auf mich! Miklas, es reicht! Nee, ich glaube, ich bin zu nüchtern für die Scheiße. Guten Morgen, Genschöner Müllersmann.
meist vor dem ersten Frühstück. Und wenn sie dann gegen 9 Uhr im Speisezimmer erschienen, brachte sie von draußen den Duft und Atem eines frischen Morgens mit. Ja. Tee? Gerne. Du scheinst mir noch halb zu schlafen. Es ist sonderbar. Nun hat sie die hohen Stiefel an, aber an ihren Beinen wirken sie nicht so, wie ich es mir wünsche und wie ich es brauche. Was? Was hast du gesagt? Nichts, nichts. Nein, ich bin sogar schon ziemlich wach und ich habe auch schon gearbeitet. Zum Beispiel mit unserem Kolonialwarenhändler telefoniert, der ungeduldig wegen unserer großen Rechnung wird. Ah, das ist gut. Entschuldige, dass ich nicht schon früh morgens den Anblick einer festlichen Frische biete. Würde ich jeden Tag spazieren reiten wie du, dann sähe ich wahrscheinlich reizvoller aus. Aber ich fürchte, zu so eleganten Gewohnheiten wirst sogar du mich nicht mehr erziehen können. Ich bin zu alt, um mich noch zu ändern, und ich komme aus Kreisen, in denen so nobler Sport nicht üblich ist. Ausgezeichnet triffst du diesen Ton. Man könnte beinahe meinen, es wäre ernst mit ihm. Du solltest auch mal versuchen, dein Ei auf diese Weise zu essen. Ich finde einfach so aus der Schale und ohne das scharfe Zeug schmeckt es langweilig. Darf ich dich auf etwas aufmerksam machen, meine Liebe? Ja, klar. Deine naive und anspruchsvolle Art, dich zu verwundern oder zu mokieren, wenn irgendjemand irgendetwas anders macht, als es im Hause deines Vaters oder deiner Großmama üblich ist, könnte manchen, der dich weniger gut kennt, als ich es tue, verwundern oder staunen oder sogar abstoßen. Und wie kommst du darauf, das gerade jetzt zu bemerken? Es ist allgemein üblich, ein weiches Ei aus der Schale und mit Salz zu essen. In der Villa Bruckner aber, da speist man es aus dem Glase und mit 6 verschiedenen Gewürzen. Das ist sicherlich sehr originell, aber es gibt keinen Grund, sich über jemanden lustig zu machen, der an solche Originalitäten nicht gewöhnt ist. Wann beginnst du eigentlich mit deinem revolutionären Theater, Hendrik? Meine Angelegenheit ist es ja nicht. Nicht ich bin es, für die der Glaube an die Weltrevolution Lebensinhalt bedeutet. Arm hoch, Hendrik. Aber ich schäme mich für dich, Hendrik. Wenn du nicht bald ernst machst mit dieser Sache, dann wirst du lächeln. Das sind dilettantische Redensarten. Deine Ahnungslosigkeit in den Fragen revolutionärer Taktik ist komplett. Du klingst schon fast wie unser kleiner Nazi Hans Miklas, mit dem du auch immer in der Kantine herumlungerst. Du bist doch nicht etwa eifersüchtig. Mach dich nicht lächerlich, Barbara. Schicksal getrieben und das Ende.
Besonders wenn du dich über mich geärgert hast, macht es dir Vergnügen, dich mit dem bösen Jungen zu unterhalten. Unser Führer wird dem Volk die Ehre wiedergeben. Wir ertragen nicht länger die Schande dieser Republik, die vom Ausland verachtet wird. Wir wollen unsere Ehre wieder haben. Jeder anständige Deutsche verlangt das. Und anständige Deutsche gibt es überall. Selbst hier, in diesem bolschewistischen Theater. Sie sollten immer hören, wie Herr Knurr spricht. Das heißt, wenn er nicht fürchten muss, belauscht zu werden. Er hat 3 Söhne im Kriege verloren. Aber das sei nicht das Schlimme, sagt er. Viel schlimmer ist, dass Deutschland seine Ehre verloren hat. Und eben die kann uns der Führer, nur der Führer, wieder verschaffen. Na, Herr Miklas, wollen wir uns mal wieder einen aufsässigen Abend leisten? Warum erregt er sich so in der deutschen Ehre? Er sollte doch besser einmal zusehen, seinen schlimmen Husten loszuwerden und etwas mehr Geld zu verdienen, damit er sich was zu essen kaufen kann. Für aufsässige Abende ist er immer zu haben. Besonders, wenn ihm auch noch Bier und Fleisch dazu bezahlt werden. Schinkenbrot. Unser Tag wird kommen. Unsere Bewegung wird siegen. Deutschland wirklich einmal so werden sollte, wie du und deine Freunde es sich vorstellen, dann will ich lieber nichts mehr mit Deutschland zu tun haben. Dann reise ich ab. Dann wird es wohl so sein müssen. Ja, es werden verschiedene Herrschaften abreisen müssen. Das heißt, wenn wir sie dann noch abreisen lassen, wenn wir sie nicht vorher einstecken, dann sind wir endlich dran. Dann haben endlich die Deutschen wieder was in Deutschland zu sagen. Wenn der Tag erst da ist, an dem unser Führer die gesamte Macht übernimmt, dann ist Schluss mit Kapitalismus und Bonzenwirtschaft. Die Zinsgesellschaft wird gebrochen. Die Großbanken und die Börsen, die unsere Volkswirtschaft aussaugen, können zumachen. Und niemand wird ihnen nachweinen. Dein Führer, der den Kapitalismus abschaffen will, hat sehr viel Geld von der Schwerindustrie und den Großgrundbesitzern bekommen. Das ist jüdische Hetze! Man setzt sich nicht den ganzen Abend mit einem Lumpen von Nationalsozialisten an einen Tisch. Er ist kein Lumpen. Alle Nazis sind Lumpen. Man beschmutzt sich, wenn man sich abgibt mit einem von ihnen. Ich bedauere, dass dir hierfür das Verständnis fehlt, aber die liberalistischen Traditionen deines Hauses haben dich verdorben. Du hast keine Gesinnung, sondern nur eine verspielte Neugierde. Ich gebe es zu. Der Junge tut mir ein bisschen leid und er interessiert mich ein bisschen. Er ist krank und ehrgeizig und hat nicht genug zu essen. Wir behandeln ihn schlecht, du und die anderen. Er sucht etwas, woran er sich klammern und aufrichten kann. Und so ist er zu diesem Wahnsinn gekommen, den er jetzt so stolz seine Gesinnung nennt. Wie viel Verständnis du aufbringst für diesen Lausekerl. Wir behandeln ihn schlecht, das ist ja köstlich. Wenn ich dergleichen nur höre, hast du denn keine Vorstellung davon, wie er und seine Freunde uns behandeln würden, wenn das Pack an die Macht käme? Gott verhüte es, dass diese Irrsinnigen jemals die Macht bekommen. Ich möchte dann nicht mehr leben in diesem Lande. Es ist die Unterwelt, die ja nach der Macht verlangt. Du aber setzt dich an einen Tisch mit ihr und plauderst! Das ist die edle bürgerliche Toleranz. Immer nur ein feines Verständnis haben für den Todfeind. Oder für das, was man heute noch den Todfeind nennt. Ich hoffe für dich, meine Liebe, dass du dich mit ihr, der Unterwelt, besonders vertragen würdest, wenn sie an die Macht käme. Du wärst doch dazu imstande, dem faschistischen Terror interessante Seiten abzugewinnen. Euer Liberalismus würde es lernen, sich abzufinden mit der nationalsozialistischen Diktatur. Nur wir, die kämpferischen Revolutionäre, sind ihre Todfeinde. Und nur wir werden verhindern, dass sie heraufkommt. Du glaubst also, ich würde mich abfinden? Ich würde mich versöhnen? Mit dem Todfeind versöhnen? Der Fall liegt einfach.
ja, zwischen mir und diesem Herrn Miklas zu wählen. Wenn er an diesem Theater bleibt, werde ich es verlassen. Ich kann gar nicht so viel fressen, wie ich kotzen könnte. Und so wurde dem hustenden Nazi Hans Miklas zwar nicht gekündigt, aber sein Vertrag wurde am Ende der Spielzeit nicht verlängert. Natürlich nur aus künstlerischen Gründen. Diese spießbürgerliche Luft kann ich nicht aushalten. Ich bin blendend in Form. Alles an mir ist gespannt, alles blitzt, verführt, knistert wie geladen mit Elektrizität. Die meisten männlichen Mitglieder des Hamburger Künstlertheaterensembles sind, glaube ich, schon ungeheuer verliebt in mich. Ich lasse meine Katzenaugen strahlen und zwinge allen mittels hypnotischer Kräfte die Meinung auf, dass ich herrliche Beine habe. Ähnlich jenen suggestiven indischen Märchenerzählern, die ihr Publikum dahin bringen, dort, wo nur blaue Luft ist, Palmen wachsen und Affen springen zu sehen. Ich spiele in einem französischen Reißer die tragische Demi-Mondaine, die am Schluss des dritten Aktes von einem ihrer Liebhaber auf offener Szene ermordet wird. Eine Leistung, wie ich sie morgen Abend hinlegen werde, dürfte man in Hamburg kaum je gesehen haben. Toi, toi, toi. François, was hast du mit der Waffe vor? Nein, François, nein, nein! Der Begeisterung. Nicoletta von Nibur am Beginn einer großen Laufbahn. Aber am Mittag nach der Premiere? Verlange von dir, dass sofort zu mir kommst! Stopp! Verbiete, dass du dich länger als Schauspielerin prostituierst! Stopp! Männliches Ehrgefühl in mir rebelliert gegen deine Erniedrigung! Stopp! Disziplinierte Frau hat bedingungslos total genialen Mann zu gehören, der sich zu dich hinaufziehen will. Stopp! Erwarte dich morgen am Bahnhof. Stopp! Falls in entscheidender Situation versagst und Ankunft unter welchem Vorwand auch immer verzögerst, betrachte dich definitiv verworfen von mir, dem Weltgewissen, Theophil. Stopp! Ich kündige. Du bist doch krank, du hast einen Vertrag! Ist das jetzt schon ein Krankheitsbild? Es gibt Konventionalstrafen, deine Karriere ist ruiniert! Kein Theater der Welt engagiert dich mehr! Ich habe dir gesagt, dass ich mit tausend Freuden auf diese Karriere verzichte. Was ich gegen sie eintausche, ist wesentlich kostbarer, schöner und größer. Und all das wegen dieses Irren? Ich verbiete dir von meinem Bräutigam, dem größten lebenden Menschen, so zu sprechen! Na gut, dann muss ich es ja wohl mal dem Intendanten erzählen. Du willst ihn also heiraten? Wenn er mich nimmt. Oh, er ist 30 Jahre älter als du. Er könnte dein Vater sein. Ganz recht. Er ist wie mein Vater. In ihm habe ich den verloren geglaubten wiedergefunden. Wundersam. Erneuert sich die alte Bindung. Er ist krank. Er hat die höhere Gesundheit des Genies.
Du bist krank, Nicoletta. Kapitel 6. Es ist doch nicht zu schildern. Triumphaler Erfolg der Martin. Neuinszenierung des Hamlet am Staatstheater. Sensationelle literarische Premiere am Schiffbauerdamm und ich vergabbel hier in der Provinz. Aber das ist doch hier keine Provinz. Das ist Hamburg. Auf der Reeperbahn nach zum Alpein, Stingelingeling, Kuckuckel, hast du das Bein? Ach, Schluss! Doch, wir sind hier in der Provinz. Man kennt mich nicht in Berlin. Liebling eines provinziellen Publikums zu sein, ich bedanke mich schön. Lieber fange ich in Berlin noch mal ganz von vorne an, als dass ich diesen kleinstädtischen Betrieb hier länger mitmache. Oh, du bist doch nicht wirklich weg von dir, Hendrik? Zunächst gastiere ich einmal in Wien und dann in Berlin. Übrigens wird die Martin meine Partnerin sein. Theophil und sie haben sich bei Max Reinhardt für mich eingesetzt. Der Professor hat mich aufgefordert. Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin. Der Sommer ist da. Hendrik bietet uns eine helle Wohnung im Neuen Westen am Reichskanzlerplatz. Er kauft sich neue Hemden, gelbe Schuhe, lernt chauffieren und macht seinen ersten Film. In dem Kriminalfilm Haltet den Dieb hat er die führende Rolle des großen Unbekannten und geheimnisvollen Übeltäters. Alles ist ganz genau, wie es in Hamburg war. Nur in größerem Stil, in anderen Dimensionen. 16 Stunden Arbeit am Tag und dazwischen interessante Nervenkrisen. Dieser Betrieb um Hendrik ist unerträglich. Am liebsten bin ich da, wo er nicht ist. Schade nur um das schöne Zimmer in dem feinen Apartment. Ach, Barbara, es ist doch wirklich nicht zu schildern. Ich weiß es doch, ich fühl's genau. Ich liebe meine eigene Frau. Das gibt's nur einmal, das kommt nicht wieder. In Deutschland steht alles glänzend. Es könnte gar nicht besser stehen. Man darf sorglos und guter Dinge sein. Gibt es eine Krise? Gibt es Arbeitslose? Gibt es politische Kämpfe? Gibt es schon den Bürgerkrieg, der beinahe täglich seine Opfer fordert? Wird schon Arbeitern von Burschen in brauner Uniform das Gesicht zertreten und der Kehlkopf wird geschnitten? Der große Volksverführer aber, Chef der aufbauwilligen Elemente, Liebling der Schwerindustrielle und der Generale, publiziert schamlos sein Glückwunschtelegramm an die vielen Mörder, schwört derselbe Hetzer, der die Nacht der langen Messer fordert und öffentlich gelobt, es würden Köpfe rollen. Er wolle nur auf legale Wege zur Macht kommen. Darf er es sich herausnehmen, darf er es wagen, täglich so viel Drohungen und Infamien in die Welt zu schreien mit seiner bellenden Stimme? Es ist doch nicht zu schildern, soll ich denn ganz verwildern? Mein Gott, was ist mit mir geschehen? Das hat die Welt noch nicht gesehen. Sieht es denn nicht der hochbezahlte Spaßmacher? Fällt es denn dem Schauspieler Höfgen nicht auf, dass die Veranstaltung, deren fragwürdiger Held er ist, im Grunde makaberen Charakters sind und dass der Tanz, zu dessen beliebtesten Dank, woran er gehört, die grausige Tendenz zum Abgrund hat? Ich weiß es doch, ich fühl's genau. Ich liebe meine eigene Frau. Hendrik Höfgen, Spezialist für elegante Schurken, Mörder im Frack, historische Intriganten. Sieht nichts, hört nichts, merkt nichts. Er lebt gar nicht in der Stadt Berlin. Eingesperrt in seinen Ehrgeiz wie in ein Gefängnis, unersättlich und unermüdlich, immer im Zustand höchster hysterischer Spannung, genießt und erleidet der Schauspieler Höfgen ein Schicksal, das ihm außerordentlich scheint und das doch nichts ist als die schillernde, vulgäre Arabeske am Rande eines Todgeweihten, dem geistentfremdeten, der Katastrophe entgegentreibenden Betriebes. Es ist doch nicht zu fassen! Es ist doch nicht zu schildern, soll ich denn ganz verwildern? Mein Gott, was ist mit mir geschehen? Es ist doch überhaupt nicht aufzuzählen, was alles treibt, durch wie viele verschiedenartige Einfälle und Überraschungen er das öffentliche Interesse auf sich lenkt. Auf der Leinwand und auf der Bühne sieht man ihn in kleinsamer Abhandentracht. Rotes Halstuch zum schwarzen Hemd. Schwarze Perücke oder als Rokokofürsten, orientalischen Despoten, in römischer Toga als englischer Lord. Golfanzug, Pyjama, Husarenuniform. Dieser Höfgen kann alles! Ich weiß es und ich fühl's genau. Ich liebe meine eigene Frau. Es ist doch nicht zu schildern. Soll ich denn ganz verwildern? Mein Gott, was ist mit mir geschehen?
Beziehungen zu kommunistischen oder halbkommunistischen Kreisen keineswegs aufgegeben. Er pflegt eifrig und geschickt die Freundschaft mit Otto Ulrichs. Jetzt müssen all unsere Kräfte der politischen Arbeit zur Verfügung gestellt werden. Es gibt keine Zeit mehr zu verlieren. Der Tag der Entscheidung ist nah. Wir müssen politische Arbeit machen. Mit Arbeitern. Wir müssen den Arbeitern eine Stimme geben. Einen Raum schaffen. Eine Bühne. Ein Arbeitertheater. Ein Kabarett. Und du musst uns dabei unterstützen. Du mit deinem Renommee. Du bist ein berühmter Schauspieler. Ein berühmter Staatstheaterschauspieler. Ach, nichts von Berühmtheit, nichts von Staatstheater. Ich bin euer Genosse Höfgen. Auf zum Kampf, zum Kampf. Zum Kampf sind wir geboren. Auf zum Kampf, zum Kampf. Zum Kampf sind wir bereit. Den Karli Knecht, dem haben wir's geschworen. Der Rosa Luxemburg reichen wir die Hand. Dem Karli Knecht, dem haben wir's geschworen. Der Rosa Luxemburg reichen wir die Hand. Es steht ein Mann, so fest wie eine Eiche. Er hat gewiss, gewiss schon manchen Sturm erlebt. Vielleicht ist er schon morgen eine Leiche, wie es so vielen Freiheitskämpfern geht. Vielleicht ist er schon morgen eine Leiche, wie es so vielen Freiheitskämpfern geht. Der Tag ist nah. Ja, der Tag ist nah. Auf zum Kampf, zum Kampf! Zum Kampf sind wir geboren. Auf zum Kampf, zum Kampf! Zum Kampf fürs Vaterland, dem Adolf Hitler haben wir's geschworen. Dem Adolf Hitler reichen wir die Hand. Dem Adolf Hitler haben wir's geschworen. Dem Adolf Hitler reichen wir die Hand. Es steht ein Mann so fest wie eine Eiche. Er hat gewiss, gewiss schon manchen Sturm erlebt. Vielleicht ist er schon morgen wie es so vielen Hitlerleuten geht. Vielleicht ist er schon morgen eine Leiche, wie es so vielen Hitlerleuten geht. Drum auf zum Kampf, zum Kampf mit braunen Bataillonen. Das Dritte Reich, ja Reich, ist unser hohes Ziel. Des Weltkriegs Tote, diese 2 Millionen, verpflichten uns, ja, uns zum Kampf und Sieg. Des Weltkriegs Tote, diese 2 Millionen, verpflichten uns, ja, uns zum Kampf. Ein schwärmerischer Gedanke. Der Hans Miklas auf die eine Art und Otto Ulrichs auf die andere Art. Beherrscht, bewegt, begeistert, wie Millionen anderer junger Deutscher. Doch, auf welchen Tag wartet Hendrik Höfgen? Er wartet immer nur auf die neue Rolle. Ich bin hier erst kurze Zeit und komme voll Ergebenheit,
einen Mann zu sprechen und zu kennen, den alle mir mit Ehrfurcht nennen. Eure Höflichkeit erfreut mich sehr. Ihr seht einen Mann wie andere mehr. Habt ihr euch sonst schon umgetan? Ich bitte euch, nehmt euch meiner an. Ich komme mit allem guten Mut, leidlichem Geld und frischem Blut. Meine Mutter wollte mich kaum entfernen. Möcht gern was Rechts hier außen lernen. Da seid ihr eben recht am Ort. Aufrichtig, möcht schon wieder fort. In diesen Mauern, diesen Hallen, will's mir keineswegs gefallen. Es ist ein gar beschränkter Raum. Man sieht nichts Grünes, keinen Baum. Und in den Sälen, auf den Bänken, vergeht mir Hören, Sehen und Denken. Ach, das kommt nur auf Gewohnheit an. So nimmt ein Kind der Mutter Brust nicht gleich von Anfang willig an. Doch bald ernährt es sich mit Lust. So wird's euch an der Weisheit brüsten, mit jedem Tage mehr gelüsten. An ihrem Hals will ich mit Freuden hangen. Doch sagt mir nur, wie kann ich hingelangen? Erklärt euch, ehe ihr weitergeht, was wählt ihr für eine Fakultät? Ich wünschte recht gelehrt zu werden. Der Geist der Medizin ist leicht zu fassen. Ihr durchstudiert die groß und kleine Welt, um es am Ende gehen zu lassen, wie es Gott gefällt. Vergebens, dass ihr ringsum wissenschaftlich streift. Ein jeder lernt nur, was er lernen kann. Doch wer den Augenblick ergreift, das ist der rechte Mann. Ihr seid noch ziemlich wohlgebaut. An Kühnheit wird's euch auch nicht fehlen. Und wenn ihr euch nur selbst vertraut, vertrauen euch auch die anderen Seelen. Besonders lernt die Weiber führen. Es ist ihr ewig weh und ach, so tausendfach aus einem Punkte zu kurieren. Und wenn ihr halbweg ehrbar tut, habt ihr sie all unterm Hut. Ein Titel muss sie erst verständlich machen, dass eure Kunst viel Künste übersteigt. Zum Willkommen habt ihr dann nach allen sieben Sachen und ihr anderer viele Jahre streicht. Versteht das Pülzlein wohl zu drücken und fasset sie mit feurig schlauen Blicken wohl um die schlanke Hüfte frei, zu sehen, wie fest geschnürt sie sei. Das sieht schon besser aus. Man sieht doch wo und wie. Grau, teurer Freund, ist alle Theorie. Und grün, des Lebens goldener Bau. Ich schwör's euch zu, mir ist's als wie im Traum. Folg nur dem alten Spruch meiner Muhme, der Schlange. Dir wird gewiss einmal bei deiner Gottähnlichkeit bange. Es war gut. Dora. Es war gut, Hendrik. Ich wusste, dass Sie das können. Der Mephisto ist Ihre große Rolle. Das sagen Sie nicht ohne Bosheit, Dora Martin. Sie irren sich, Hendrik. Ich nehme es niemandem übel, dass er ist, wie er ist. Danke, dass Sie heute Abend gekommen sind. Was sind Ihre nächsten Pläne, Dora Martin? Ich habe Englisch gelernt. Englisch? Aha, wieso das? Warum gerade Englisch? Weil ich in Amerika Theater spielen werde. Weil hier Schluss ist für uns Juden, mein Lieber.
Ist Ihnen das noch nicht aufgefallen? Ja, aber was reden Sie, Dora Martin? Ihre Position ist doch unerschütterlich. Sie werden doch geliebt, wirklich geliebt von so vielen Tausenden. Keiner von uns, Sie wissen es doch, keiner von uns empfängt so viel Liebe wie Sie. Ja. Die Liebe von vielen Tausenden. Man wird andere Lieblinge finden. Ja, aber die Theater machen doch Geschäfte. Das Theater wird die Leute immer interessieren, was sonst auch in Deutschland geschieht. Was sonst auch in Deutschland geschieht. Ja, dann wünsche ich Ihnen also alles Gute, Hendrik. Man wird sich lange nicht sehen. Ich reise schon dieser Tage. Aber Ihnen, Hendrik Höfgen, wird es schon gut gehen. Hendrik Höfgen, was sonst auch in Deutschland geschieht. Gießt sich durch die Straßen aller seiner Städte. Wehe! Dieses Land ist beschmutzt und niemand weiß, wann es wieder rein werden darf. Was schön gewesen ist, wurde besudelt. Was wahr gewesen ist, wurde niedergeschrien. Von der Lüge. Die dreckige Lüge. Sie reißt das Maul auf und aus ihrem Rachen kommt ein Gestank wie von Eiter und von Pestilenz, der vertreibt viele Menschen aus diesem Lande. Wehe,
Die apokalyptischen Reiter sind unterwegs. Hier haben sie sich niedergelassen und aufgerichtet ein grässliches Regiment. Sie sind fest entschlossen, die Welt anzufallen. Mit ihrem Kriege! Hendrik Höfke! Olle! Befand sich in Spanien. Der Schauspieler Hendrik Höfke! Olle! Spielte den eleganten Hochstapler in einem Detektivfilm. Wie passend, als der Schauspieler Hendrik Höfke! Olle! Erfuhr, dass der Mann mit der bändenden Stimme, den Hans Miklas seinen Führer nannte, an die Macht gekommen war. Der Schauspieler Hendrik Höfke! Alle! Kommt ihr nach vorne, wenn sich der Teufel mit dem Gebet oder einer anderen Seele nähert? Das ist ja scheußlich. Und ich war fest davon überzeugt gewesen, diese Nazis braucht aber nicht ernst zu nehmen. So ein Reinfall! Aber ich gehöre ja keiner Partei an. Ich bin kein Jude. Was für ein unverhoffter und bedeutender Vorteil. Ich bin ein blonder Rheinländer. Als die Filmtruppe sich zur Heimreise anschickte, behauptete Hendrik, wichtige Besprechungen in Filmangelegenheiten, rief ihn nach Paris. Klumpfuß. Es ist so bitter. So bitter. Die bittersten Wochen, die ich hier erlebt habe. Ich hasse Paris und diese scheiß Kaffeehäuser hier. Ich sehe niemanden, nicht einen Menschen. Barbara, mein guter Engel, jetzt brauche ich dich. Jetzt! Barbara! Als seine Einsamkeit anfing, ihm unerträglich zu werden, spielte er mit dem Gedanken. Juliette! Ich lasse Juliette aus Berlin nach Paris kommen. Wir können hier als Tänzer arbeiten. Hendrik et Juliette. In krassen und erregenden Farben malte er sich das Leben aus, das er gemeinsam mit Juliette in Paris führen würde. Was für eine bezaubernde Vorstellung. Vielleicht hätte er auch den ersten Schritt zu ihrer Realisierung getan, wenn er nicht eines Tages eine Nachricht erhalten hätte, die sein Leben auf einen Schlag verendet. Der bedeutungsvolle Brief kam von Angelika Siebert. Die kleine Kollegin von damals, die so verliebt in ihn gewesen war. Wer hätte gedacht, dass gerade sie, die von Hendrik stets grausam, hochmütig übersehen worden war, noch einmal eine so entscheidende Funktion in seinem Leben haben sollte. Bei den Aufnahmen zu einem großen Biedermeier-Lustspiel hatte sie die Bekanntschaft der Aktrice Lotte Lindenthal gemacht. Eben jener Dame, die in Jena erste Sentimentale, gleichzeitig aber die Freundin eines nationalsozialistischen Fliegeroffiziers gewesen war. Hendrik, der die deutschen Ereignisse in den Zeitungen mit Gier und Hass verfolgte, wusste, dass der Fliegeroffizier zu den mächtigsten im Neuen Reiche gehörte und dass somit auch Lotte Lindenthal eine sehr einflussreiche Person geworden war. Bei ihr hatte sich Angelika Siebert mit Erfolg für Hendrik verwendet. Magst du diese
Mr. Höfgen früher allerlei Extravaganzen und kleine Torheiten geleistet haben. Für sowas bringst du doch Verständnis auf, wenn es sich um einen Künstler von Qualitäten handelt. Hauptsache ist schließlich der gute Kerl. Ja, ist denn dieser Höfgen ein Jude? Im Gegenteil. Er ist ein arischer Rheinländer. Ach so! Na, dem Burschen passiert nichts, was immer er früher angestellt hat. Ach, Menge, ich liebe dich für dein großes Herz. Attacke! Keine einsamen Spaziergänge mehr durch das scheiß Paris! Lotte Lindenthal. Lotte muss mich lieben, egal was kommt. Es gibt nur ein Ziel. Die Kaptivierung der blonden Lotte. Endlich kann ich wieder nach Berlin! 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 Wir fahren nach Berlin! Er war also wieder in Berlin. Bemerkte er, wie die Straßen von Berlin sich verändert hatten? Sah er die braunen und schwarzen Uniformen, die Hakenkreuzfahnen, die Maschinen der Jugend? Hörte er die kriegerischen Lieder? Kümmerte er sich um das Schicksal der Menschen, die er früher einmal seine Freunde genannt hatte? Er wusste nicht einmal, wo sie sich befanden. Wusste er, dass Barbara das Land bereits verlassen hatte? Vielleicht saßen sie an irgendeinem Kaffeehaustisch in Prag, Zürich oder Paris. Vielleicht wurden sie in einem Konzentrationslager geschunden. Vielleicht hielten sie sich in einer Berliner Dachkammer oder in einem Keller versteckt. Hendrik legte keinen Wert darauf, über diese düsteren Einzelheiten unterrichtet zu sein. Ich kann Ihnen doch nicht helfen. Soll ich die Niagara-Fälle mit dem Regenschirm aufhalten? Ich bin ein Schauspieler in Deutschland. Ich brauche die deutsche Sprache. Ich kann im Augenblick wirklich gar nichts für den armen Otto tun. Es tut mir leid, dass Sie ihn verhaftet haben, aber man muss Geduld haben. Es ist nicht leicht, aber man muss Geduld haben. Lotte Lindenthals Lächeln dagegen wurde immer süßer. Nach einer Probe zur Komödie Das Herz erfuhr ich, dass unser Intendant Cäsar von Muck, ein strammer Nazi, beschlossen hatte, den Faust wieder aufzunehmen und dass er die Rolle des Mephisto mit einem Schauspieler besetzen wollte, der schon seit langer Zeit der Nationalsozialistischen Partei angehörte. Ich bin erledigt, wenn Muck durchkommt mit seinem scheußlichen Plan. Der Mephisto ist meine große Rolle. Darf ich ihn nicht spielen, dann ist es erwiesen, dass ich in Ungnade bin. Frau Lotte, ich habe eine große Bitte an Sie. Ja, bitten Sie ruhig. Ich bin meinen Kollegen und Freunden immer gerne behilflich, wenn ich kann. Hendrik. Ich muss den Mephisto spielen. Verstehen Sie mich, Lotte? Ich muss. Ach so. Ich will versuchen, was ich machen kann. Ich spreche noch heute mit Ihnen. Und Lotte? Sprach mit ihrem Männer. Und Männer sprach mit seinem Intendanten. Und plötzlich gab von Muck sich einen Ruck. Wenn mal mein Herz unglücklich liegt, ist es vor Kummer unsagbar betrübt. Dann denke ich immer, ach, alles ist aus, ich bin so. Der Mensch, der mich versteht, so habe ich manchmal voll Sehnsucht gefleht. Ja, aber dann gewöhnt man sich dran und es sei. Darum geht die Welt
also war des Pudels Kern, ein fahrender Scholast. Ha! Der Kasus macht mich lachen. Ich salutiere dem gelehrten Herrn. Ihr habt mich weidlich schwitzen machen. Wie nennst du dich? Ach, die Frage scheint mir klein für einen, der das Wort so sehr verachtet, der weit entfernt von allem Schein nur in der Wesen Tiefe trachtet. Bei euch, ihr Herren, kann man das Wesen gewöhnlich aus dem Namen lesen, wo es sich allzu deutlich weist, wenn man euch Fliegengott, Verderber, Lügner heißt. Nun gut. Wer bist du denn? Ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft. Was ist mit diesem Rätselwort gemeint? Ich bin der Geist, der stets verneint. Und das mit Recht. Denn alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht. Drum besser wär's, wenn nichts entstünde. So ist denn alles, was ihr Sünde, Zerstörung, kurz das Böse nennt, mein eigentliches Element. Merkwürdig, Höfner. In Ihrer Rolle verströmen Sie Geist und Kraft im Überfluss und hier in der ungeschminkten Wirklichkeit sind Sie schwarz. Ist der Busch nicht zauberhaft? Allerdings hat mich die ganze Chance erst ein bisschen gelangweilt. Ja, doch, wollte schon gehen, aber Lotte stand auf, dass ich ihren Auftritt abwarte. Und hatte wie immer recht, meine Lotte. Weiter so. Toll, toll, toll. Locker, ganz locker. Stehen Sie bequem, Wolfgang. Kommen Sie morgen zum kleinen Abendessen ins Palais. Engster Kreis. So, dann machen Sie mal weiter. Jetzt habe ich mich beschmutzt. Jetzt habe ich einen Flecken auf meiner Hand. Den bekomme ich nicht mehr weg. Jetzt habe ich mich verkauft. Jetzt bin ich gezeichnet. Kapitel 8. Über Leichen. Auf die Erneuerung der deutschen Kultur. Es leben die Schauspieler. In unserem Theater stecken Elemente, die nichts mit Deutschland zu tun haben. Wir müssen ein geistiges Zollsystem schaffen für die Schmuggler der Kultur, damit fremde Elemente die deutsche Sprache, die deutsche Literatur, das deutsche Theater nicht länger vergiften können. Das kann nicht alleine Aufgabe der Grenzwache sein. Nein, bei diesem Zollsystem müssen auch die Kulturschaffenden mitwirken. Verstehen Sie mich? Sehr wohl, Herr General. Es gibt viele, die das nicht verstehen. Hunger. Sie haben mich diesen Burschen erst so richtig, diesen Mephisto, verstehen lassen, mein Lieber. Ach,
Das ist ja ein toller Bursche. Ja, und? Haben wir nicht alle etwas von ihm in uns? Hm? Steckt nicht in jedem rechten Deutschen ein Stück Mephistopheles, ja? Ein Stück Schalk und Bösewicht? Ja. Wenn wir nichts hätten als die faustische Seele, wo kämen wir da hin? Na, das würde unseren vielen Feinden nur so passen. Nein, 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 mein Lieber. Dieser Mephisto, das ist auch ein deutscher Nationalheld, ja? Man darf es den Leuten nur nicht sagen. Herr Ministerpräsident, ich bin ein Künstler. Und wie jeder Künstler habe ich manche Torheit begangen. Auch politischer Natur. Herr Ministerpräsident, nun gestehe ich alles. Ich habe eine Zeit lang mit der Linken kokettiert. Herr Ministerpräsident, Sie können mich vernichten. Das mache ich auch. Spaß! Naja, jeder kann sich mal in was Blödes verrennen. Ne? Waren eben schlechte, unordentliche Zeiten. Vielen Dank, Herr Ministerpräsident. Aber es gibt noch weitere verdienstvolle Künstler, die gleichen Torheiten begangen haben wie ich selbst. Diese aber büßen noch für ihre Sünden, die man mir so großmütig vergeben hat, sehen Sie, Herr Ministerpräsident, und das quält mich. Ich bitte für einen bestimmten Menschen, für einen Kameraden. Ich kann versprechen, dass er sich gebessert hat. Ich bitte für Otto Ulrichs. Man hat schon gesagt, er sei tot, aber er lebt. Und er verdient es, in Freiheit zu leben. Otto Ulrichs? Wie ist denn das? Ist das nicht dieser Prolet da aus dem politischen Kabarett der Sturmvogel? Nein, 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 der ist nicht tot. Dem haben wir nur ein bisschen auf die Sprünge geholfen. Aber sagen Sie mal, das ist doch wirklich ein übler Bursche. Er ist ein ganz neuer Mensch geworden, das verspreche ich Ihnen. Na, wir sehen, was wir tun können. Aber Höfgen, diese Tunte muss weg. Ihr kleines schmuddeliges Geheimnis. Oder wir lassen sie verschwinden. Haben Sie mich verstanden? Denken Sie, wir sind blöde? Heiraten Sie einen Mann. Kann doch nicht so schwer sein. Sie sind doch Schauspieler. Wer schwul ist, bestimmt, ey. Das Herz der Mutter ein Schlag, lachendes Ziel, lachender Staat und eine herrliche Fahrt. Rom und Madrid nehmen wir mit, so geht das Leben im Taumel zu dritt. Über das Meer, über das Land haben wir eines erkannt. Ein Freund, ein guter Freund, das ist das Schönste, was es gibt auf der Welt. Ein Freund bleibt immer Freund und wenn die ganze Welt zusammenhält. Zusammengestellt. Liebe vergeht, Liebe verweht, Freundschaft alleine besteht. Ja, man vergisst, wen man geküsst, weil auch die Treue längst unmodern ist. Ja, man verliebt, manchmal lachen, wir aber bleiben zusammen. Ein Freund, ein wirklicher Freund, das ist doch das Größte und Beste und Schönste, was es gibt auf der Welt. Ein Freund, bleibt immer dir Freund, und wenn auch die ganze, die große, die schreckliche, alberne Welt von den Augen zusammengefällt, muss sein, auch nicht mit.
weiß nicht, ob ich mich darauf einlassen kann. Ich ekle mich davor, von diesen Mördern eine Gnade zu empfangen und den reuigen Sünder zu spielen. Und ich ekle mich überhaupt. Aber Otto, dein Verstand scheint gelitten zu haben. Wie willst du denn heute durchkommen ohne List und Verstellung? Nimm dir ein Beispiel an mir. Ich weiß es schon. Du bist schlauer. Aber mir fallen solche Dinge so verdammt schwer. Ja, du wirst dich zwingen müssen. Ich habe mich auch gezwungen. Wir müssen uns einschleichen in die Höhle des Löwen. Wenn wir nur draußen bleiben, dann können wir nur schimpfen, aber nichts erreichen. Ich bin mittendrin. Ich erreiche was. Wenn du am Staatstheater engagiert bist, dann kannst du deine alten Verbindungen wieder aufnehmen und politisch ganz anders arbeiten als aus irgendeinem obskuren Versteck. Und überhaupt, wovon willst du leben, wenn du kein Engagement hast? Willst du dein Kabarett wieder aufnehmen? Oder willst du verhungern? Ich habe dir ein kleines Zimmer in der Nachbarschaft gemietet. Es wäre unvorsichtig, dich bei mir wohnen zu lassen. Das könnte uns beiden schaden. Du wirst es schon so tun, wie es am richtigsten ist. Wie war es denn so im Konzentrationslager? Da gab es einen Baum. Auf den musste ich raufklettern. Es war ziemlich schwer raufzukommen. Als ich dann oben saß, da warfen sie mit Steinen nach mir. Einer traf mich am Kopf. Man spürt noch die Narbe. Und von oben musste ich dann 100-mal rufen. Ich bin ein dreckiges Kommunistenschwein. Ich bin ein dreckiges Kommunistenschwein. Ich bin ein dreckiges Kommunistenschwein. Otto! Ich bin ein dreckiges Kommunistenschwein. Ich bin ein dreckiges Kommunistenschwein. Otto! Ich bin ein dreckiges Kommunistenschwein. Ich bin ein dreckiges Kommunistenschwein. Otto! Ich bin ein dreckiges Kommunistenschwein. Otto! Ich bin ein dreckiges Kommunistenschwein. Otto! Ich bin ein dreckiges Kommunistenschwein. Ich bin... Als ich dann endlich wieder runterklettern durfte, da warteten sie schon auf mich mit den Peitschen. Thank you.
seine Frau? Isst sie die Eier mittlerweile direkt aus dem Huhn? Juliette, du musst sofort raus aus Deutschland. Nach Paris. Oh, du schickst mich ja sofort. Was soll ich in Paris? Ich kann kein Wort Französisch. Oh, doch, du kannst Französisch. Dir wird das Lachen schon noch vergehen. Du hast nie irgendwas ernst genommen. Nichts außer deiner dreckigen Karriere. Mich hast du nicht ernst genommen. Und deine Politik auch nicht, von der du mir immer so vorerzählt hast. Wenn du wirklich zu den Kommunisten gehalten hättest, wie kann es dann sein, dass du jetzt dich so gut mit denen verstehst, die alle Kommunisten totschießen lassen? Genug. Ja, genug. Das würde dir so passen, ne? Genug. Ja. Jetzt brauchst du mich nicht mehr. Vielleicht, weil auf den Straßen so viel geprügelt wird, dass du auch ohne mich auf deine Kosten kommst. Ja, ich kann schon verstehen, dass deine Frau, diese Barbara, es nicht bei dir ausgehalten hat. Die war viel zu schade für dich. Juliette, geh nach Paris. Es ist alles geregelt. In deinem Pass ist bereits ein französisches Visum. Dein Gepäck wartet am Bahnhof auf dich. Und in Paris kannst du dir an jedem Monatsersten eine großzügige Summe an dieser Adresse abholen. Nur eine Bedingung ist an diese große Gnade geknüpft. Du musst schweigen. Wenn du deinen Mund nicht halten kannst, dann ist es aus. Du wirst auch in Paris deinem Schicksal nicht entgehen. Versprich mir, dass du schweigen wirst. Ich kann dir sonst nicht mehr für deine Sicherheit garantieren. Scheiße! Wir sind betrogen worden. Der Führer wollte nur die Macht, sonst nichts. Was hat sich denn in Deutschland verbessert, seitdem er sie hat? Die reichen Leute sind nur noch ärger geworden. Jetzt reden sie patriotischen Quatsch, während sie ihre Geschäfte machen. Das ist der einzige Unterschied. Die Intriganten sind immer noch oben auf. Ein anständiger Deutscher kann verrecken, ohne dass sich jemand drum kümmert. Den Bonzen aber! Denen geht's besser als je! Schaut euch doch nur den Dicken an, wie der herumfährt in seiner goldenen Uniform und in seiner Luxuslimousine. Und der Führer ist auch nicht besser! Das haben wir jetzt erfahren! Könnte er sonst all das dulden? All die vielen Ungerechtigkeiten? Unser einer hat für die Bewegung gekämpft, als sie noch nichts war! Und jetzt will man uns links liegen lassen! So ein alter Kulturbolschewist aber wie dieser Höfgen, der ist wieder die große Nummer! Du bist verloren, armer Hans Miklas. Du bist verloren. Nach all den Anstrengungen, all den verschwendeten Glauben. Was bleibt dir nun? Die Macht, die du geliebt hast, ist grausam. Sie duldet keine Kritik. Und wer sich gegen sie auflehnt, wird zerschmettert. Du hast das Ende provoziert. Du hast es herbeigerufen. Hättest du sonst andere Knaben, noch jüngere, noch unwissendere, als du selber einer gewesen bist, um dich versammelt und Verschwörung mit ihnen gespielt? Es wurde alles verraten. Natürlich. Natürlich wurde alles verraten. Und eines Morgens standen uniformierte Burschen in deinem Zimmer. Du hattest früher schon mal mit ihnen zu tun gehabt. Es waren alte Bekannte. Und sie forderten dich auf, in den Wagen zu steigen, der unten auf dich wartete. Du sträubtest dich auch nicht lange.
Dann fuhr ich ein paar Kilometer vor die Stadt in ein Wäldchen. Der Morgen war frisch. Du frorst. Aber keiner der alten Kameraden gab dir eine Decke oder einen Mantel. Der Wagen hielt und man befahl dir, ein paar Schritte spazieren zu gehen. Du gingst die paar Schritte. Du spürtest noch einmal den Geruch des Grases. Und ein morgendlicher Wind berührte deine Stirn. Du hieltest dich aufrecht. Vielleicht während wir im Wagen erschrocken über den unsagbar hochmütigen Ausdruck auf deinem Gesicht. Aber sie sahen ja dein Gesicht nicht. Sie sahen nur deinen Rücken. Im Licht liegt die Wiese. Versammelt euch alle, ein Sturm ist nah, der morgige Tag. Das Wind in Grün leuchtet die Blätter, sein Gold. Von fern geht ein Stern auf, noch ungesehen, der morgige Tag. Das Kind in der Wiege liegt selig, die Blüte. Doch bald Raum. Wach auf. Wach auf. O Vaterland, Vaterland, zeig uns die Welt. Die Welt gehört uns. Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass unser Kollege Hans Miklas ein Autounglück hatte, an dessen Folgen er leider verstarb. Die Partei gedenkt seiner in Dankbarkeit. Schrecklich, so ein junger Bursch. Übrigens hatte ich nie besondere Sympathie für ihn. Er sah irgendwie beunruhigend aus, finden Sie nicht auch, Hendrik? Er hatte so böse Augen. Hendrik? Hendrik! Kapitel 9. In vielen Städten. 1933. Kein gutes Jahr für Deutschland, aber ein glänzendes, erfolgreiches Jahr für den Schauspieler Hendrik Höfgen. Barbara ließ sich endlich scheiden. Juliette wurde erfolgreich nach Paris abgeschoben. Dora Martin feierte Erfolge in London und New York. Sie lebten in vielen Städten. Doch Nicoletta Marder fand sich eines Tages wieder in Berlin ein. Ich will unbedingt wieder Theater spielen. Die Nazi-Götter zackten sich, die Nazi-Götter kämpften,
Die Entscheidung fiel. Der Dicke hatte gewonnen. Er befahl Hendrik zu sich und trug ihm in aller Form die Intendanz der Staatstheater an. Doch Hendrik war verwirrt. Er wusste nicht. Ich weiß nicht. Soll ich? Soll ich nicht? Der Dicke wurde zornig. Ich habe meinen ganzen Einfluss für Sie eingesetzt. Macht jetzt keine Geschichte, Mann. Auch der Führer ist sehr dafür, dass Sie Intendant werden. Log, der Dicke. In Wahrheit ließ der Führer ausrichten. Der Fall interessiert mich nicht. Ich habe größere Bandanderen in den Kopf. Komm, Lobby, Gasse gehen. Ich weiß nicht. Soll ich? Soll ich nicht? Natürlich wurde ihm in Aussicht gestellt, dass, falls er die Leitung des Theaters auftrage, er nicht mehr länger in Deutschland arbeiten dürfe. Ich weiß nicht. Soll ich? Soll ich nicht? Es ist alles so grässlich schwierig. Aber natürlich sollst du. Du weißt doch selbst ganz genau, dass du sollst. Dass du musst. Dies ist der Sieg, mein Liebling. Es ist der Triumph. Ich habe immer gewusst, dass er für dich kommen würde. Wir machen das Theater zu unserer Insel. Wirst du mir helfen, Nicoletta? Hilf mir. Hilf mir, Nicoletta. Heirate mich. Ich werde stolz auf dich sein. Kapitel 10. Die Drohung. Ich lasse mich von Theophil scheiden. Lieber Theophil, mein kleiner Maler, ich bin ja Schauspielerin. Dich liebe ich immer. Dich werde ich mein Leben lang verehren. Aber es macht mich glücklich, wieder arbeiten zu dürfen. In unserem neuen Deutschland herrscht ein allgemeiner Aufschwung, ein enthusiastischer Wille zur Arbeit, von dem dir in deiner Einsamkeit jede Vorstellung fehlt. Stell dir vor, Hendrik hat es geschafft. Er ist Intendant. Und ich, Schauspielerin am Staatstheater. Und wir werden heiraten. Was für ein Paar! Oberon und Titania! Ihr führt den Tanz, ihr unterirdischen Majestäten! Ausgerechnet mir, wie fürchterlich. Unter allen edlen Kavalieren trifft es ausgerechnet mich. Ach, so deplatziert war ich noch nie, falle völlig aus dem Rahmen. Liebe keine anderen Damen, liebe nur noch sie. Es ist doch nicht zu fassen, es ist doch nicht zu schildern. Mein Gott, was ist denn nur mit mir geschehen? Ich weiß mich nicht zu lassen, soll ich denn ganz verwildern? Gar nicht richtig eingestehen. Ich weiß nicht, doch ich fühl's genau. Ich liebe meine eigene Frau. Es ist doch nicht zu schildern. Soll ich denn ganz verwildern? Mein Gott, was ist mit mir geschehen? Doch dazu mach ich mir noch Gedanken. Eigentlich ist alles wunderbar. Und ich will nun auch nicht länger schwanken. Denn das eine ist doch klar. Ach, so voller Glück war ich doch nie. Falle selig aus dem Rahmen. Liebe keine anderen Damen. Liebe nur noch sie. Es ist doch nicht zu fassen. Es ist doch nicht zu schildern. Mein Gott, was ist denn nur mit mir geschehen? Ich weiß mich nicht zu lassen. Ich will ja gern verwildern. Ich will mir's endlich richtig eingestehen. Ich weiß es und ich fühl's genau. Ich liebe meine eigene Frau. Es ist doch nicht zu schildern. Soll ich denn ganz verwildern? Mein Gott, das Leben ist
doch begreifen, wozu sind die eigenen Frauen da? Warum soll man in die Ferne schweifen? Denn das Gute liegt so nah. Alles ist natürlich Theorie, fallen Sie ruhig mal aus dem Rahmen. Lieben Sie ruhig mal andere Damen, aber lieben Sie auch sie. Es ist doch nicht zu fassen, es ist doch nicht zu schildern. Mein Gott, was ist denn nur mit mir geschehen? Ich weiß mich nicht zu lassen, ich will ja gern verwildern. Ihr solltet's endlich richtig eingestehen. Ich weiß es doch, ich fühl's genau. Wir lieben unsere eigene Frau. Es ist doch nicht zu schildern, wir sollen wieder ganz verwildern. Mein Gott, was ist mit uns geschehen? Sondern zu Tode gequält worden. Sein Körper war nur noch eine entstellte, blutige Masse. Und seine Mutter, die irgendwo in der Provinz lebte und vor Jammer wunderlich wurde, als sie von seinem Selbstmord erfuhr. Seine arme Mutter, der das aufgeplatzte, zerrissene, voll Kot, Blut und Eiter verschmierte Gesicht nicht wiedererkannt, welches das Menschenantlitz ihres Sohnes gewesen war. Geht es dir nahe, Henrik? Beschäftigt es dich? Ich habe Otto so lange gekannt. Er hat gewusst, was er riskierte. Wenn man spielt, muss man darauf gefasst sein, den Einsatz zu verlieren. Wer sich auflehnt, weiß, was er riskiert. Otto Ulrichs hat sich sehr weit vorgewagt. Er hat zu viel riskiert. Armer Otto. Graf!
Grabstein und Sarg des ermordeten Revolutionärs wurden von der hohen Gage bezahlt, die der Herr Intendant vom nationalsozialistischen Staate bezog. Dies war das letzte und einzige, was Hendrik Höfgen noch für seinen Freund Otto Ulrichs leisten konnte. Es war die letzte Beleidigung, die er ihm antat. Toll, toll, toll! Ach, schmelze doch dies allzu feste Fleisch! Zerging! Oh Gott, oh Gott! Wie ekel, schal und unersprießlich scheint mir das ganze Treiben dieser Welt. Auch ich bin nicht Hamlet, ich bin nicht vornehm. Ich bin ein Affe der Macht und ein Clown zur Zerstreuung der Mörder. Schau dir doch mal deine Hände an. Sie sind plump, du magst sie noch so fein und gotisch halten. Sind das die Hände dessen, den Neid und Erkenntnis ahnen? Nein! Sein! Oder nicht sein? Das ist die Frage! Ob's von edlem Sinn mal erduldet, Geschoss und Schleuder des erzürnten Schicksals, oder nimmt Waffen gegen Sehen von Drangsal und endet sie durch Kämpfen. Sterben! Schlafen. Schlafen. Und sagen mit dem Schlaf vorbei das Herzweh. Und die tausendfachen Schläge, die Fleischeserbe sind. Es wäre ein Ziel, aufs Innigste zu wünschen, sterben, schlafen, schlafen, vielleicht träumen. Ja, da steckt's. Denn was in Todesschlaf für Träume kommen, wenn abgestreift ist dies Erdenwirrwarr, das hält uns auf. Das ist die Furcht, die Macht, das Elend derart lange lebt. Naja. War nicht Hamlet. Ha! Schrei doch nicht so. Tut dir doch nichts. Was wollen Sie von mir? Ich komme nur, um dir Grüße auszurichten. Grüße von Otto. Ich weiß gar nicht, von welchem Otto Sie sprechen. Na, was wollen wir wetten, dass er noch drauf kommt? Auf den letzten Zettel, den wir von Otto bekommen hatten, stand ausdrücklich, dass wir dich grüßen sollen. Doch bloß nicht, dass ich zum Vergnügen hergekommen bin. Aber Ottos Wünsche werden von uns respektiert. Was ist denn das? Das Ding hättest du auch stecken lassen können, Herr Intendant. Hat doch gar keinen Zweck, hier zu knallen. Das macht dir nur Unannehmlichkeiten. Wovor hast du denn Angst? Ich hatte doch eben gesagt, dass ich dir diesmal nichts tun werde. Machen Sie, dass Sie wegkommen, Mann.
Ich rate es Ihnen im Guten. Es ist jeden Augenblick möglich, dass meine Frau hier ins Zimmer tritt. So verschwinden Sie doch! Erzähle deinen Freunden von der Regierung, dass Otto mir eine Stunde vor seinem Tod hat sagen lassen. Ich bin fester überzeugt von unserem Sieg als jemals in meinem Leben. Er war schon am ganzen Körper zerschlagen. Und er konnte kaum noch reden, denn er hatte den Mund voll Blut. Woher wissen Sie das? Woher ich das weiß? Von einem SA-Mann, der bis zuletzt an seiner Seite gewesen war und eigentlich zu uns gehört. Er hat sich alles gemerkt, was Otto in seiner letzten Stunde gesagt hat. Wir werden siegen, hat er immer wieder gesagt. Wenn man mal so weit ist wie ich jetzt, wird man sich nicht mehr, hat er gesagt. Wir werden siegen. Warum erzählen Sie mir das alles? Damit es die hohen Freunde von dir erfahren. Damit es die großen Schufte erfahren. Damit der Herr Ministerpräsident es erfährt. Was soll das alles? Was beabsichtigen Sie eigentlich mit diesem theatralen Scherz? Wollen Sie mich erpressen? Das wird Ihnen nicht gelingen. Ich habe die besten Beziehungen zu euren Kreisen. Die kommunistische Partei schätzt mich. Sie ist mir zu Dank verpflichtet. Beste Beziehungen zu unseren Kreisen. So bequem, Freundchen. So bequem machen wir es euch doch nicht. Wir haben die Unversöhnlichkeit gelernt, Herr Intendant. Ich bin eigens hierher gekommen, um dich davon zu unterrichten, dass wir die Unversöhnlichkeit gelernt haben. Wir vergessen keinen. Unser Gedächtnis ist gut, Herr Intendant. Ganz brillant ist unser Gedächtnis. Wir wissen, welche Plätze es darauf zu hängen haben. Wenn sie nicht in 5 Sekunden verschwunden sind, dann werden wir ja sehen, wer als erster hängt. Ich bin überhaupt unentbehrlich! Das Theater braucht mich und jedes Regime braucht das Theater! Kein Regime kann ohne mich auskommen! Schlafen? Sterben. Schlafen. Sterben. Ich habe sie alle verloren. Mir war es so, als hätte ich hier Stimmen gehört. Hast du die ganze Nacht hier gesessen? Was ist mit dir? Hamlet war ein Riesenerfolg. Der Dicke war begeistert. Unser kleiner Nazi-Gott hat dich wieder in sein Herz hingeschlossen. Hast du noch Besuch, mein Lieber? Nein, es war niemand da. Aber was ist denn? Das war doch ein Erfolg. Ja, es war ein Erfolg. Aber das ist angegriffen. Fehlt dir was? Soll ich dir einen Tee machen? Deine Augen sind so merkwürdig. Wo ist deine Brille? Zerbrochen? Wie dumm. Aber was ist denn? Was ist denn? So beruhige dich doch. So arg ist es doch nicht. Lass mich nicht warten. Hi. Juliette? Juliette? So streng mit sich selbst, Hendrik. Dein Hamlet war nicht so schrecklich. Hier sind deine Kritiken. Und die sind gut. Nein, sie sind umwerfend. Und das alleine zählt für einen Schauspieler. Nicht wahr? Wovon sprechen Sie? Hamlet, das typisch germanische Drama. Der Prinz von Dänemark in der Interpretation von Henrik Höfgen repräsentiert den deutschen Geist schlechthin.
Nur so, wie Hendrik Höfgen Hamlet fühlt und begreift mit seinem Genie, ist er für uns Menschen von heute, die wir Tatenmenschen sind, überhaupt noch erträglich. Ich verstehe nicht. Es ist unmöglich. Woher haben Sie... Niemand würde es wagen zu behaupten, einem Hamlet könnte die hohe Gesinnung fehlen. Niemand hielt dein Gekreische für gefallsüchtig oder übertrieben. Niemand hielt deine Schenkel für zu fett. Niemand deine Hände für zu grob. Niemand behauptete, dass du lausig warst. 1936 beurteilte das Berliner Publikum die Schauspieler weniger nach der Intensität und Reinheit ihrer künstlerischen Leistung als nach ihrer Beziehung zur Macht. Wo bin ich? Willkommen! Welcome! In einem der wichtigsten politischen Kabaretts in Berlin. Im Sturmvogel. Der Sturmvogel? Aber der ist doch schon vor Wochen abgebrannt. Und jetzt ein herzliches Willkommen im Ensemble des heutigen Abends. Sie sollen aufhören! Kennst diesen Tanz, Hendrik? Er ist in deinem Blut, in deiner Seele. Aufhören! Was wollen die Menschen von mir? Warum verfolgen sie mich? Weshalb sind sie so hart? Ich bin doch nur ein ganz gewöhnlicher Schauspieler!